Willkommen zurück beim Car Mechanic Simulator 2014 im 4x4 Add-on. Hier ist wieder Fabi. Und wir müssen jetzt hier mal noch die restlichen Teile an diesen Jeep zerlegen. Hier war nämlich noch der Spurstangenkopf kaputt. Auf der Seite. Und auf der anderen Seite war es noch ein bisschen mehr an der an der Spurstange. So. Da war es nämlich hier zwei sogar, die kaputt waren. So. Also, was haben wir denn jetzt alles? Oh Gott, jetzt habe ich noch das aus dem vorhergehenden Auftrag wieder nicht gelöscht. Also das war alles vorhergehender Auftrag bis hier. Das heißt, hier fangen unsere aktuellen Teile an. Also wir brauchen zwei Federn für Pfanne, einen Stoßdämpfer Offroad, nee, zwei sogar. Zwei Stoßdämpfer Offroad, eine Feder für hinten, zwei Köpfe. Ja, mal gucken, ob ich das noch zusammenkriege. Da muss ich wieder ein paar Mal gucken, so wie ich mich kenne. Also. Zwei Stück für vorne, eine für hinten. Einfach mal durchscrollen, dann werden wir schon finden, was wir brauchen. Da brauchen wir zwei Stück. Döp, döp, döp. Döp, döp. Nein. Wir brauchen eine solche. Zwei solche. Einen linken. Nee, Quatsch. Wir haben den rechten gebraucht, oder? Ist jetzt eine gute Frage. Wir haben, glaube ich, den rechten gebraucht. Das werden wir dann gleich sehen. Da haben wir zwei Stück gebraucht. Das müsste jetzt eigentlich alles sein. Lassen wir uns mal überraschen. Also hier geht es, glaube ich, am schnellsten. Hier muss nur dieses eine Teil wieder rein, dann kann man das Rad schon wieder draufschrauben. So, auf der Seite. Ja, das war der rechte, der gefehlt hat. Mist, verkauft. Hat eben der rechte gefehlt. Ach Mann. Da, wo war er? Na, zum Glück war das kein so super teures Teil, das wir jetzt versiebt haben. So, hier muss der neue Dämpfer rein. Dann können wir hier die Feder wieder einsetzen. Dann ist vorne soweit fertig. Dann machen wir hinten den neuen Dämpfer rein. Die Feder drauf. Noch die zwei Gummimuffen rein. Jetzt hoffen wir aber, dass der zufrieden ist auf Anhieb. Gut.
Aber was ich jetzt diesmal mache, das muss ich mir, glaube ich, echt angewöhnen. Sonst stiftet das so viel Verwirrung, wenn das Inventar immer voll ist. So, ersetze die beschädigten Teile. Einer meiner Kunden hat mir diesen Schrotthaufen geschenkt. Er hat ihn nicht gebraucht und ist wohl auch lange nicht damit gefahren. Das Auto benötigt einen kompletten Testlauf. 10.000 Euro. Wir machen mal Tür auf. Rein da. Okay, das könnte wahrscheinlich doch ein bisschen länger dauern. Denn es sind eigentlich nicht mehr viele Aufträge, die jetzt noch ausstehen. So, den Scan haben wir gemacht. Dann gehen wir mal bei die Prüfstrecke. Also zumindest fährt das Auto noch. Okay, die Bremsen sind vorne rechts ziemlich lasch. Hinten sind sie in Ordnung. Stoßdämpfer sind eigentlich auch... Naja, das werden wir sehen, welche Teile jetzt dann wirklich verschlissen sind. Es muss ja einiges sein bei 10.000 Euro. Hinten scheint einiges im Argen zu liegen, auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nochmal schnell über die Teststrecke. So, Teststrecke. Heizen mal ein bisschen hier über die Teststrecke. Oh. So, jetzt kommt der Slalom wieder mal. Da hätten wir eigentlich vorbeigemusst. Ups. So, jetzt noch hier bei die Teststrecke für die Stoßdämpfer. Und wir haben es geschafft. Jetzt schauen wir uns die Kiste mal an. Das könnte einiges sein, wenn der mir schon 10.000 Euro gibt. Wir machen mal unsere Cheater-Ansicht an, damit es uns ein bisschen leichter fällt. Also das Rad rechts vorne. Antriebswelle links. Stoßdämpfer. Feder. Die Zündkerzen müssen wir auch nochmal angucken. Die Riemen müssen wir auf jeden Fall untersuchen. Hier ist so ein, hier ist es der Stoßdämpfer und die Feder. Hier ist es der Querlenker. So ein Rubberbushing-Ding. Okay, das könnte einiges werden. Mit was fangen wir an? Wir fangen einfach mal hier an. Hier ist der ganze Zustand eigentlich weitestgehend normal.
So, jetzt müssen wir hier den Stabilisator runternehmen und den Stoßdämpfer, sonst kommen wir nicht an die Feder da oben dran. Gut. Dann gucken wir uns mal das hier an. Okay, der Bremssattel ist in keinem tollen Zustand. Genauso wie die Bremsbeläge. So. Das ist alles soweit okay. Den Stoßdämpfer müssen wir hier rausholen. Hammer. Was war es jetzt hinten? Das ist alles Unterbodenreparatur. Dann gucken wir erst nochmal in die Motorhaube, bevor wir eine hochfahren. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen so untersuchen. Okay, die Wasserpumpe ist auch nicht mehr gerade die beste. Und die Riemen sind durch. Also runter mit den Riemen. Raus mit der Wasserpumpe. Warum bin ich jetzt wieder in dieser Scheißansicht? Das nervt doch. So, wenn wir schon mal hier sind, zeigst du mir mal den Ölstand. Müssen wir auf jeden Fall mal den alten Dreck ablassen und neu nachfüllen. Und das Spiel ist kaputt. Nee, doch nicht. Hat sich gerade noch gefangen. Ich habe jetzt gedacht, es hat sich aufgehangen. Der Ölfilter, wie sieht der so aus? Okay, brauchen wir auch neu. Die Batterie geht noch. Luftmengenmesser. Soweit okay. Jetzt gucken wir uns nochmal den Luftfilter an. Der sieht auch nicht toll aus. Brauchen wir auch neu, okay. Klappe zu. Hoch damit. Hier haben wir jetzt nichts mehr neu gebraucht. Da. Ne, alles soweit okay. Dann müssen wir hinten noch weitermachen. Also erstmal den Querlenker raus. Dann müssen wir hier den Stoßdämpfer rausnehmen. Dann müssen wir hier den Auspuff abbauen. Den ich noch gar nicht weiter untersucht habe, fällt mir gerade auf. Na komm. So, die Feder muss noch raus. Dann hier die Muffe. Und wir gucken uns nochmal den Kraftstofffilter an. Der ist wahrscheinlich auch tot. Ja. So, jetzt machen wir hier unsere Kackansicht wieder aus. Mhm. Also, was können wir denn jetzt alles Schönes für ihn machen hier am Schraubstock? Wir können ihn den reparieren. Können ihn die Wasserpumpe reparieren und den Bremssattel reparieren. So, als letztes in dieser Folge machen wir noch schnell den Ölwechsel. Wo ist denn der Ölauslass? Hier drüben.
Ich stehe, glaube ich, ein bisschen zu weit hinten. Immer diese Zielerei. Wo ist denn der Auslass? Komm. So. Haben wir die alte Suppe auch noch draußen? So, und ich würde sagen, die Teile besorge ich jetzt mal schnell offscreen. Denn das müsst ihr ja nicht unbedingt sehen, wenn ich da jetzt einkaufen gehe. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Zusammenbau. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Fabi.